Und damit ein herzliches Willkommen beim Crispy Rider. Ja, ich begrüße euch recht herzlich zu diesem Video. Ich hoffe, euch geht es allen gut, denn mir geht es gut. Guckt euch alleine mal dieses Wetter an, dann kann es einem nur gut gehen. Wir sind gerade auf dem Weg zur A42, denn ein Zuschauer von euch, ich blende den Kommentar mal eben ein, hat sich von mir gewünscht, dass ich mal eine Kurve von der Autobahnabfahrt bzw. am Autobahnkreuz, dass ich das Kreuz einmal fahre und da zeige, wie die Blickführung da so aussieht. Und deswegen sind wir jetzt auf dem Weg dahin und dann fahren wir da mal eine Runde durch. Dementsprechend bis gleich. So, hier kann ich mich noch nicht auf die 42 drauf fahren. Ich muss erstmal noch ein kleines bisschen weiterfahren und dann kann ich gleich auf die 42 drauf. Ein paar Sekunden später. Hier ist ja schon wieder eine 42 Abfahrt, ne? Ich finde das unfassbar. In die Richtung kann man 27 mal runterfahren, aber drauffahren kannst du nur an einer Stelle, ey. Guck mal, da oben ist das schon auf diesem schönen Schild ausgeschildert, weil man so super toll lesen kann. Ich bin mal gespannt, ob wir bei der nächsten Grünphase hier rüberkommen. So, also wir sind auf der 42, da vorne sieht man auch schon Dienstlaken Duisburg. Der Kommentar meinte, dass ich die A59 Richtung Duisburg Nord fahren soll. Dementsprechend gehe ich einfach davon aus, dass der meinte Richtung Dienstlaken. Also werden wir uns jetzt mal schön hier einordnen. Und dann gleich diese wunderschöne Kurve fahren. Ja genau, Duisburg Nord steht sogar da oben drauf, also Dienstlaken Duisburg Nord. Da ist natürlich ein LKW vor uns, allerdings doch nicht, aber ich weiß nicht, ob die vor uns ein bisschen schneller fahren. Ich denke nämlich mal, gehe ich mal ganz stark davon aus, dass die sehr langsam diese Kurve fahren werden. So, aber das sieht schlecht aus. Aber natürlich guckt man in die Kurve rein und folgt dann so dem Kurvenverlauf. Also wenn ich jetzt gerade gucken würde, wäre das so, aber nein, man guckt in die Kurve rein und folgt dann so schön der Kurve. Und man versucht immer die Nase dahin zu zeigen, wo man das Motorrad haben will. Ja, und so sieht das im Endeffekt dann aus, ne? Ja, worauf man dann achten muss, ne? Also man muss sich ein bisschen in die Kurve reinlehnen, natürlich in die Richtung lenken und dann dahin gucken, wo man hinfahren will. Und wenn man das alles beachtet, dann hat man eigentlich keine Probleme. Ja, gut, dann gucke ich mal, dass ich jetzt mein Navi auf Heiligenhaus stelle. Und dann werde ich mich jetzt mal Richtung Heiligenhaus begeben. Ja, dementsprechend sehen wir uns vielleicht gleich direkt da. Und falls nicht, bis zu der tollen, spannenden Situation. So, meine Damen und Herren, wir sind immer noch in Mülheim. Und ich glaube tatsächlich, ich weiß jetzt sogar, was ich beim letzten Video falsch gemacht habe. Denn an der nächsten Ampel oder an der nächsten großen Kreuzung, wo wir jetzt gleich dran fahren, da bin ich, glaube ich, links gefahren. Und ich hätte eine später links fahren müssen. Genau, da bin ich noch hier lang, habe gesagt, oh, guck mal hier, Aussicht, bla bla. So, und dann bin ich die nächste große Kreuzung, nicht hier, sondern die danach, bin ich links gefahren und... Ja, ich hätte einfach nur eine später links fahren müssen, dann wäre ich Richtung Heiligenhaus gekommen. Das ist ja so belastend. Junge, wo zum Henker bin ich? Boah, ich fühle mich gerade wie Superman. Genau, hier an der Kreuzung bin ich nämlich links. Bin ich ja hier links abgebogen und da ist ja hier noch die Doppel-R an mir vorbeigefahren. Boah, ne 1000er RR, wie geil. Und ja, das war falsch. Ich hätte hier noch rechts fahren müssen und dann laut Navi, ich glaube, nächste Kreuzung direkt links. Also nächste große, nicht die hier, sondern große und dann die nächste dann nach rechts und dann wäre ich auch Richtung Heiligenhaus gekommen. Das ist ja wirklich ärgerlich. Joa. Und schon wieder ein Pluspunkt für die Biker-Community gesammelt. Katsching. Seit wann ist denn hier schon wieder 30 Lärmschutz, ey? Der Motorrad mag das auch nicht. Er hat auch 104 Grad Wasser, ey. Boah, die 104 Grad, die merke ich aber gerade echt gut an den Beinen, ey. Meine Faden sind gleich well done. Also dieses Schild ist schon mal wirklich sehr schön, das mag ich sehr gerne. Aber das ist wirklich so das Bergigste und Kurvigste, was es bei mir in der Nähe gibt. Also ich glaube, egal in welche Richtung man fährt, von mir zu Hause aus, das ist das Nahste und Kurvigste, Bergigste, was es bei mir in der Nähe gibt. Ey. Oh, da ist sogar ein Schild für Motorräder extra, was steht da noch? Rücksicht nehmen, leise fahren, danke. Ja, alles klar, Chef, mach ich. Ich fahre im dritten, da die ist so weit voll leise. Ah, kann man die Erdbeeren pflücken? Oh, wie geil ist das denn? Das wollte ich auch noch immer mal gemacht haben irgendwann. Wild. Erdbeeren. Lecker Erdbeeren. So, hier will ich nämlich rechts, weil vielleicht sieht man auf dem Navi schon. Da ist so ein bisschen Kurvi, Kurvi, Kurvi. Und da will ich auch durchfahren. So, meine Damen und Herren, wir kommen an der Kurvenstrecke. Also die kurvigste Strecke in Duisburg und Umgebung. So, einmal gestoppt. So, das erste Mal mit der GSX-R in so eine Kurve reinfahren. Schauen wir mal, was wird.
Reifen ist aber... Oh, Junge, hier ist ja... Alter Schwede, seit wann sind da denn so Löcher im Boden? Oh, Junge, seit wann sind denn die so überall Löcher? Ich glaube, ich bin jetzt ein bisschen geschädigt durch... durch den Nürburgring. Weil da war nämlich der Boden nicht so kaputt wie hier. Ah, nice. Das macht immer noch Spaß. Aber ich habe nicht gedacht, dass die Kurve so kaputt ist oder dass die Kurven so kaputt sind. Ja, das war übrigens. Also das war die kurvige Strecke, wo ich unbedingt hin wollte. Hat sich auf jeden Fall richtig gelohnt. Ich werde jetzt einmal drehen und zurückfahren. Hier kommt die halbwegs scharfe Kurve. Auch mit Straßenschäden. Ey, das ist ja voll nervig. 30, ach chillig. Krass, wenn du nach oben fährst, hast du die, also wenn du von unten nach oben kommst, hast du die ganzen Schilder gar nicht. Ja, schön. Ich fahre jetzt mal geradeaus raus und stelle Navi mal wieder Richtung Heimat, weil das muss ich sagen, das war echt enttäuschend. Also ich hätte echt nicht gedacht, dass das so schlecht ist, die Kurven. Ja, hat sich richtig gelohnt auf jeden Fall, muss ich sagen. Also doch. Dafür bin ich jetzt 40 Minuten hingefahren, um zweimal zu fahren und zu merken, dass da überall Straßenschäden sind und dann wieder zurückzufahren. Aber egal. Also im Endeffekt, Sinn des Videos war ja überwiegend, um zu zeigen, wie man die Autobahnabfahrt bzw. das Autobahnkreuz 4259 nimmt. Und das habe ich ja ziemlich gut gemeistert, würde ich mal sagen. Dementsprechend freut mich das, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, dass du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim Crispy Rider. Ciao.